Ja, und somit herzlich willkommen zurück bei The Bus Driver. Heute geht's weiter bei der Stufe 3 mit den nächsten drei Linien. Und wir fangen gleich mal an mit der Linie 57, Rückgrat von Old Town. Gucken Sie sich die Route auf der Karte an, klemmen Sie den Fahrplan ans Armaturenbrett und starten Sie den Motor Ihres blau-grün lackierten Arbeitsplatzes. Die Passagiere warten schon. Blau-grün? Der Bus ist gelb. Aber okay. Nehmen Sie stets alle Fahrgäste mit, lassen Sie keinen an der Haltestelle stehen. Ja, das machen wir doch mit Vergnügen. Und gleich geht's schon los. Blau-gelb wäre eigentlich dieser Bus hier, aber gut. Das ist wohl ein kleiner Schreibfehler in der Infografik. Ja, okay. Nicht perfekt, aber gut. Komm. Bleib grün. Danke. Gut. Sieben Haltestellen. Selstone Well. Nächste Halte Mayday High School, wenn ich es richtig gelesen habe. Okay, Mayday Hospital. Sorry. Ist leider gerade rot geworden. Aber kein Stress, vielleicht können wir trotzdem noch weiterfahren. Sieht gut aus. Sollte eigentlich eine entspannte Fahrt hier werden. Das war fast eine Vollbremsung. Aber nur fast. Bitte reinsteigen. Und ganz rechts nach ganz links rüber. Ein etwas heikles Fahrmanöver, finde ich. Mir fällt gerade auf, dass der Bus gar nicht angeschrieben ist. Also, wo wir hinfahren.
irgendwie strange. Das sollte wahrscheinlich eigentlich nicht so sein. Leider gerade eine rote Welle erwischt. Komm schon, nimm die Kurve. Echt schlimm. Ich glaube, ich reg mich jede Folge darüber auf, wie schlecht die Kurvenlage bei den Bussen ist. Beunruhigte Fahrgäste. Ja, okay. Sollten wir eigentlich mit unserem anderen Fahrskills wieder rausholen können, die Punkte? Zumindest hoffe ich es. Pünktlichkeit sollte dieses Mal eigentlich auch besser sein. Kilburn. Und gleich kommt die Endhaltestelle. Hier lautet Grove Park. Ups. Etwas den Kurt mitgenommen. Aber sicher am Ziel angekommen. Lief doch eigentlich ganz gut. Aufgabe erfüllt. Beförderte Fahrgäste 69. Bonuspünktlichkeit 78%, wieder mal etwas besser. Bonusfahren 33 und Strafefahren 1. Damit kann man doch leben. Gut, und dann geht's weiter im Namen der Gerechtigkeit. Die Behörden haben sie für einen besonderen Einsatz engagiert. Sie sollen 9 Strafgefangene vom City Jail zum Gericht bringen. Ein Helikopter sowie Polizei stehen bereit. Die Verkehrsregeln gelten heute für sie nicht. Sie dürfen aber keinen Schaden anrichten. Hört sich interessant an. Würde ich sagen, steigen wir mal ein und schauen uns an, was hier so... Holy moly! Okay, nice. Mit... Ey! Polizeieskorte. Und einem Hubschrauber. Mal zum nächsten Kontrollpunkt. Okay. Irgendwie noch... Nice gemacht. Oh shit. Der Helikopter macht dann ein paar komische Flugmanöver. Aber trotzdem eine coole Idee eigentlich. Und könntest du bitte mal etwas schneller fahren da vorne?
wir haben es eilig. Auch gut, dass das Symbol unten bei den Passagieren rot ist, also dass die Fahrgäste verärgert sind. Obwohl wir da gar nichts für können. Finde ich lustig. Junge, mach doch Platz. Komm schon, jetzt überholen wir den Typen. Oder auch nicht, weil wir jetzt eine Power haben. Doof. Okay, nächster Kontrollpunkt. Sieht jetzt alles gut aus. Moin, Jungs. Alles gut. Okay. Jetzt geht's ab in die Stadt. Verkehrsregeln gelten ja nicht. Also wir eigentlich über rote Ampeln fahren dürfen. Ja doch, gut. Wäre jetzt mies gewesen, wenn es doch nicht so gewesen wäre. Kontrollpunkt. Insgesamt noch 8 Kontrollpunkte, wie es aussieht. Der Helikopter. Hey! Pass auf! Genau, jetzt muss es grün werden oder was? Gut. Noch 5 weitere Kontrollpunkte und dann sind die netten Herrschaften vor Gericht angekommen. Und bekommen hoffentlich ihre Strafe, die sie verdient haben. Alles gut, ich habe alles unter Kontrolle. Sorry Leute, Ausfahrt verpasst. Wofür war jetzt das wieder? Ich habe nichts gemacht, ich bin einfach gefahren. Okay. Das sieht mir nach einem großen Polizeiaufgebot aus. Der Helikopter ist gelandet. Hier ist das Gericht. Und wir sind sicher.
angekommen. Aufgabe erfüllt. Bonuspünktlichkeit 47%. Bonusfahren 11 und Strafe 1. Kann man machen. Pünktlichkeit könnte noch etwas besser sein, aber ein Depp hat uns halt aufgehalten. Das war doch mal etwas anderes. Linie 29, Nachttour. Das Zentrum der Old Town versprüht bei Nacht einen besonderen Charme. Vor allem vom Oberdeck eines Doppeldeckerbusses aus. Überall Neonlichter, beleuchtete Staufenster und Leuchtreklamen. Ein Doppeldecker ist größer als andere Busse, also Vorsicht beim Abbiegen. Mal schauen, ob das wirklich so schwer ist. Ich schätze eigentlich nicht. Man sieht halt bloß irgendwie etwas weniger, da der Bus hier so hoch ist. Haltestellen erwarten uns hier auf dieser Tour. Gleich mal die Spur wechseln, da wir links abbiegen müssen. Wenn jetzt die Ampel wieder rot wird, gibt's Haue. So, wer will geschlagen werden? Oh Mann, ey. Ganz gut. Sachte. Gerade noch so geschafft. Ah nice, wie viele Leute wollen denn hier bitte einsteigen? 12 Leute, holy moly. Das wird voll in den Bus. Nächste Halt, Art Museum. Gerade auf, dass der Himmel im Gegensatz zu allen anderen Texturen echt beschissen aussieht. Ja. Und da habe ich leider eine Vollbremsung gemacht. Tut mir leid. Alle anderen Texturen sehen eigentlich ganz gut aus. Nur manchmal, wie man hier sieht, Clipping-Fehler irgendwie, die Bäume überlappen das Stoppschild. Ruhig. Die
Pünktlichkeit ist wieder mal am Arsch, was aussieht. Kann man leider nichts machen. Also ich müsste mal checken, wie man hier richtig bremst. Schade. Was jetzt geklappt? Heading. Nächster halt Holborn. Wenn es das noch als rote Ampel gegeben hätte, das wäre mies gewesen. Alles einsteigen bitte, wir haben eine Minute Verspätung. Bitte schnell. Danke, danke. Und die Ampel wird rot. Schon der Platz dort drüben. Und hier bei nachzufahren sieht eigentlich auch ganz gut aus. Victoria. Pünktlichkeit wird wahrscheinlich so bei 20% liegen. Leider ganz schlecht. So, da sind wir wieder beim Gericht. Irgendwie schade, dass eigentlich gar keine Leute hier rumlaufen, fällt mir gerade so auf. Die Stadt wirkt so leer und unbelebt. So, bitte wechseln, danke. Noch zwei Haltestellen. Perfekt, aber muss genügen. Old Witch. Komm schon. Eine Minute 30 Verspätung, jetzt dann gleich. Nicht gut, nicht gut.
So, Endhaltestelle. Bitte alle aussteigen. Gislehurst. Aufgabe erfüllt. Befördernde Fahrgäste 65%, 65. Bonuspünktlichkeit 31%, Bonusfahren 43%, Strafffahren 2. 5127 Punkte. Ja, nicht allzu schlecht. Gut, das wäre dann die Stufe 3 gewesen. Und haben wir hier alle Linien abgeschlossen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei The Bus Driver und der Stufe 4 wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.